Dieses Video dient rein zur Unterhaltung. Alle hier getroffenen Aussagen sind rein auf das Spiel zu beziehen und sollten daher nicht anders gesehen werden. Gut, dann geht's jetzt weiter. Wir hoffen mal, dass wir jetzt hier zügig einen stabilen Grund wieder reinkriegen. Was schön wäre, wenn wir Dänemark sichern könnten plus Schweden, dass wir hier keine Landung mehr ohne weiteres machen können. Wir haben schon mal Rostock. Das ist gut. Von Rostock würde ich jetzt gerne den Flughafen in der Nähe von Lübeck erobern. Dann könnten wir hier einen Kessel an der Frontlinie machen. Wir müssen einen Gegenpush machen mal eben. Memel müssen wir sichern. Hier oben sollten wir auch mal ein bisschen vorrücken. Hier will ich einmal bitte durch. Und hier greift ihr auch schon an. Okay. Hier haben wir zwei Kessel gleich komplett bekämpft. Hier unten wird es auch immer kritischer für uns. Lettland? Ja, tretet bei. Gott verdammt. Und Russland? Nimm deine Truppen und führ deinen eigenen Krieg. So, 6 britische Divisionen. Die kriegen jetzt auf die Fresse. Wir müssen Deutschland retten. Also Deutschland darf nicht kapitulieren. Das ist wichtig. Und mit dem Kessel, den wir hier haben, mit einer großen Menge Panzer und Truppen. Okay, das ist schon mal super. Weißrussland hat kapituliert. Das ist auch gut. Wir machen Progress für uns. Ich kann aber nicht alle Fronten alleine abdecken. Wir bräuchten Kriegspropaganda. Geht, noch nicht. Greift einfach alle an. So, wir schwächen jetzt gerade Italien primär. Weil die schon Faschismus haben, da können wir dann einfach einen Cup organisieren nachher. So, wir drängen jetzt hier die Alliierten zurück. Ich will Hamburg erobern. Wenn wir bis nach Hamburg kommen, können wir hier Dänemark von den Alliierten trennen. Diese schwarzen Divisionen nenne ich sie jetzt mal einfach, diese Armee hier, welche schwarz markiert. Das ist einfach nur so eine komplette Massendivision, weil ich nicht weiß, wie wir sonst Herr der Lage werden. Wenn ich das aber richtig sehe, bräuchten wir die hier eher hier unten als irgendwo anders, weil... Ach, verdammt, weil wir hier unten nicht Fuß fassen. Okay, wir müssen nochmal kurz überlegen. Okay, dann würde ich sagen, du hast hier noch irgendwo deine Front. Was ist denn? Da. Du musst von hier bis da gehen und du schließt damit ihn ab. Von da erstmal bis hier. Euer Ziel ist es, uns hier die aus dem deutschen Boden fernzuhalten. Ganz wichtig ist aber, dass wir die hier wegbekommen. Und, und ihr werdet erstmal hier rangehen. Wir müssen hier die auch zurückbringen. Wir müssen jetzt versuchen, mit denen, welche wir hier haben, mal einen Offensivvorstoß zu machen. Wie kommen wir da ja durch? Hier konnten wir Deutschland stabilisieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Ausrüstung. Bitte nichts Rotes. Es ist alles noch grün. Deutschland hat aber eine riesige Menge Truppen da oben eingekesselt. Das ist schlecht. Also sie haben eine riesige Menge Truppen da eingekesselt tun. Ihr wisst, was ich meine.
Wir werden aber nicht da oben hinkommen rechtzeitig. Das, wenn die Deutschen die verlieren, das könnte das Ende des Krieges bedeuten. Verdammt. Wir sind gerade alleine dabei, die deutsche Fronten jetzt zu halten. Gegen das hier. Die Deutschen kriegen noch nicht mal mehr wirklich Versorgung. Gut, Finnland wird auch gerade nur noch zusammengehalten von den Alliierten. Vor allem nicht die neuseeländische und tschechische Truppen. So. Das hier oben fällt auch zusammen, die Defensive. Nur hier unten ist besorgniserregend. So. Ihr seid ja gerade dabei. Euch hier sozusagen umzusiedeln, nennen wir es mal. Dann sorgt ihr auch dafür, dass wir dann hier gewinnen. Das habe ich mir gedacht. Diese Front hier ist mit die härteste. Plus die hier. Und so schnell ihr an dieser Front seid, will ich halt, dass wir hier Offensiven machen. Ich will den Kaukasus abgeschnitten haben. Der Kaukasus muss genauso so gesichert werden wie die obere Seite. Wir müssen jetzt hier in die Defensive. Oder? Keiner geht hier aggressiv vor. Das sollte dann also doch noch gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier aber vorankommen. Wir haben jetzt zwar Verstärkung. Ein bisschen Deutsch sehe ich hier. Aber der Großteil der deutschen Truppen ist hier oben gerade und wird, oh nein, auseinandergenommen. Wir können uns leider nicht um sämtliche Defensiven hier kümmern. Wir können nicht jedes Land den Küsten verteidigen. Wir kriegen auch Finnland nicht so schnell zur Kapitulation. Sonst hätte ich gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf Finnland. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass wir das ja nicht schaffen werden, uns auf Finnland zu konzentrieren. So, machen wir erstmal da rein. Wir werden es schaffen, hier diesen Kessel zu bekämpfen. Oh. Das habe ich ja ganz vergessen, dass hier ja Operationen der Offensive gedacht waren. Die scheinbar gefailt sind. Aber auch scheinbar nur an manchen Stellen. Wenn ich das richtig sehe, haben wir an manchen Stellen sogar gut Boden gut gemacht. Ja, hier haben wir die tatsächlich zurückdrängen können. Hier halten wir die Linie. Deutschland schickt. Wieso schicken die Truppen hier runter? Wir sind doch gut versorgt. Oh, wir haben jetzt hier tatsächlich mit der Verstärkung der schwarzen Division Progress gemacht. Hier gibt es einen riesigen Kessel mit unseren Truppen, den wir aktuell nicht öffnen können. Gebirge ist immer scheiße. Wir konnten Dänemark von Deutschland trennen. Hoffentlich können wir die Linie jetzt halten. Also wir konnten sozusagen Dänemark trennen, das meine ich. Dänemark von den Alliierten. Auf jeden Fall zu Lande. Karl Mückchen hat Gold buteliert. Das waren die hier unten, glaube ich. Nein, mach die hier weg. Und der Großteil hier ist sogar noch friedlich. Das ist schön. So, wie viel Faschismus habt ihr? Nicht ganz genug, okay. Wir brauchen erstmal etwas Kriegspropaganda, sicher, sicher. Und du fängst jetzt einfach schon mal an mit der Ideologie stärken. Großartig. Progress. Ich würde gerne hier die Rheinregion wieder erobern, Deutschlands Industrieherz.
Wobei, wir drängen sie hier auch ganz gut zurück. Vor allem, wenn ich sehe, was hier schon wieder für ein Kessel ist. Das ist lecker. Ja gut, dann sichert ihr mal eben hier dieses Eisenbahnkreuz. Ich meine, weniger Versorgung an der Frontlinie ist weniger Versorgung an der Frontlinie, ne? Kriegen wir diesen scheiß amerikanischen Panzer da nicht mal weg? Das sind eine Handvoll Bunker, Leute. So, okay, ich will hier keine weiteren Offensiven. Das ist jetzt einfach nur eine defensive Ausrichtung. Wobei, ganz ehrlich, hier würde ich gerne wenigstens noch rein. Ich würde gerne hier das Gebiet trennen. So einfach ist das. Dann haben wir hier auch noch eine etwas kleinere Front. Ein bisschen mehr Platz. So, das haben wir, das haben wir. Hier können wir nichts mehr machen. Hier könnten wir noch was machen. Das können wir jetzt aber, das bringt uns nichts. Ich werde tatsächlich die Untertanen unterdrücken, weil ich die annektieren möchte. Ich kann relativ wenig damit anfangen. Wer macht uns am meisten... Also Japan hat uns am meisten Verluste zu befürchten mit Großbritannien. Wir gucken mal hier kurz. Wir machen hier aber auch gute Schäden. Ah, noch eine Invasion. Das kann doch nicht wahr sein. Die muss unterbunden werden, bevor die hier Fuß fassen. Okay, ich glaube, hier haben wir Boden verloren. Das müssen wir wieder richten. Richtig machen. So. Okay. Wir machen jetzt erstmal so weiter hier. Okay, hier machen wir tatsächlich auch Progress. Ich will Helsinki erobern. Kommt schon, Leute. Okay, erstmal Deutschland sieht da oben echt übel aus. Was auch echt übel aussieht, ist, dass da jetzt schon amerikanische Truppen gelandet sind. Im großen Stil. Verdammt, ich brauch mal eben euch. Wisst ihr was? Nein, wir müssen... Manpower wird knapp. Manpower wird knapp, weil wir ziemlich aggressiv vorangehen. Haben die etwa noch einen Hafen oder haben die hier einfach nur Zugang? Ach, das ist eins ihrer Länder? Ja. Die können da einfach mit Verstärkung um die Ecke kommen, ich verstehe. So, verbesserte Flugabwehr. Hier steige ich gerade nicht durch, hier kommt man nicht rüber, das heißt... Gar nicht mal schlecht, wenn wir die jetzt da wegkesseln. Und vielleicht mal hier kurz so eine kleine Gegenoffensive. Naja, Schiffstaktiken brauchen wir aktuell nicht. Oh mein Gott, wir konnten das hier irgendwie wegmachen. Ich will mich jetzt an einer dieser Fronten mal ein bisschen wohler fühlen. Und das kann ich nur... Wenn wir die sozusagen mal endlich loswerden.
verdammt. Halte die Linie und ihr macht mal hier mit. Wenn wir jetzt hier sozusagen ein bisschen die Situation besser unter Kontrolle kriegen. Ah, jetzt haben wir hier wieder eine Versorgungslinie, okay. Was halt blöd ist, dass wir hier andauernd Truppen haben müssen, weil da sind ja auch Alliierte von denen. Und oh mein Gott. Also unsere Truppen hier machen gute Arbeit hier unter unserem deutschen General. Der will sein Heimatland scheinbar verteidigen und das sehr verbittert. So wie das aussieht. Weswegen er hier mit seinen Truppen wirklich alles gibt, um hier die zurückzudrängen. Ja, hier haben wir jetzt sogar schon fast eine Verbindung mit der anderen Armee. Die ja hier drüben ihre Offensive führt. Wunderbar. Heimatland sieht auch sicher aus, das ist schön. Sie haben wir jetzt eine wunderbare Armee auf unserer Seite, weil, oh mein Gott, kommunistisch. Na gut, wie sieht es denn in Italien aus? Zwanzig, okay. Was bei Großbritannien so ist, ja, da konnten wir tatsächlich das Gleiche machen, Bürgerkrieg verursachen. Selbst wenn wir diese Bürgerkriege verlieren, das Gute dabei ist, dass die Länder den Truppen abziehen müssen. Die Bürgerkriege zu machen, dauert nur eine ganze Ewigkeit. Das heißt, wir müssen noch sehr, sehr lange hier die Frontlinie halten. Aktuell würde ich sagen, es wird teilweise klappen. Wir sollten die Kernreaktoren aber nach hinten schieben dafür. Wir brauchen die ganzen Militärfacilities dafür. Um das aufrechtzuerhalten. Was hier Sache ist, so. Wir haben den deutschen Kanal gesichert. Das heißt schon mal, dass wir dort ein bisschen Glück haben. Ich will diese Truppen, die hier gekesselt sind, aber jetzt auch bekämpfen. Nein, 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 von da nach da. Einfache mittlere Panzerchassis. Okay, wir werden eine weitere Küstenwache ausheben, eine Küstenwehr. Und zwar eine 48er Division. Division 2. Ja. Für die deutsche Küste. Wir müssen jetzt auch immer mehr Truppen alleine für uns hier rein investieren, weil die es nicht mehr schaffen, das alleine zu halten. Ist zwar für uns von Vorteil, aber auch irgendwie ein Nachteil gleichzeitig. Es bringt nämlich nichts, weil wir nicht es schaffen, unseren Verbündeten aus Finnland rauszuhelfen, indem wir eine Schneise schlagen. Aber dafür schaffen wir es hier unten, die wenigstens zurück nach Rumänien zurückzutreiben. Zwar nur etwas, wir kriegen sie hier nicht komplett gebrochen, wie wir sehen. Aber wir kriegen hier manchmal solche Kessel, die wir kaputt machen können. Auch hier kriegen wir es nicht hin, irgendwie durchzukommen. Wir müssten eigentlich an so kritischen Punkten, die etwas schmaler sind, versuchen, irgendwie so einen Kessel zu machen und sie zu trennen. Ich habe nicht die Truppen dafür gerade, Deutschland. Meine Truppen, welche euch gerade helfen könnten, den Hafen zu halten, sind auch in der Ausbildung. Verdammt. Na ja, genau, hier muss ich jetzt nochmal reingucken. Komm, macht die Armee fertig, bevor ihr da durchkommt.
Oh Gott, wir haben eine gekesselte Division. Egal, der Rest der Frontlinie gefällt mir eigentlich so an. Oh Gott. Die sind wirklich so bitchig und machen jetzt ausfallende Angriffe, nur weil wir sie mal angegriffen haben. Das hier könnt ihr auch alleine machen. Okay, okay. Oh mein Gott, wir haben es fast bis zur Maginot-Linie zurückgetrieben, die Alliierten. Zumindest dort. Und wir haben hier bei den mexikanischen, das sind keine Italiener, ne? Ne, mexikanische Division. Okay, versammelt euch einfach an der Frontlinie. Hier unten sehe ich es ein bisschen kritisch, weil wir nicht die Manpower haben. Wir müssen sozusagen das hier unterbinden, dass es nicht so eine Verbindung mehr gibt zu deren Einheiten. Das Wasser ist nicht befahrbar, dadurch können wir da offensiv einfach so weitermachen. Das hier oben, dieser Kessel, der muss weg. Bitte. Wir haben zwei Divisionen verloren. Von denen. Wir werden mal jetzt hier eine Offensivpause machen. Problem ist, die müssen raus, so schnell es geht. Du wirst aber jetzt deine eigene Verteidigung machen. Hier und zwar da, 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 hier. Hier, 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 hier. Denn hier will ich, hier. Da, 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 da. Scheiße, wir wurden gekesselt von der USA. Hä, warum? Okay, jetzt darf ich das hier nochmal neu machen, weil... War das nichts, was ich nicht einfach so machen konnte? Wie ich es gerade gemacht habe? Egal, machen wir ganz kurz Japan nochmal neu. Ich fand es immer noch lustig. Normal struggle ich hart mit Japan. Aber 6 Divisionen, die die hatten, das war schon lustig. Nicht 34, genau das, was du brauchst, ne. Okay, wir müssen jetzt überlegen. Wir haben hier oben eine Versorgungslinie, das ist gut. So können wir hier unten keine Truppen hin tun. Oh mein Gott, weil die hier schon vorne sind, das habe ich jetzt gar nicht realisiert. Das habe ich gar nicht realisiert, dass die bereits da vorne sind. Wir brauchen mehr Männer. Schon wieder, oder was? Wir haben jetzt gerade nicht die Manpower, um hier eine komplette Frontlinie aufrechtzuerhalten. Okay, es ist schlecht. Das hier ist zum Beispiel wieder ein geiler Kessel. Und dieser hier hält noch mehr Truppen auf, als wir es uns leisten können.
Ich weiß noch nicht, wie lange sie so einen Kessel halten können. Okay, und du hast hier unten Probleme. Ja, du sollst ja auch nicht über die Maginot-Linie hinausgehen. Okay, da oben haben schon mal welche kapituliert. Das ist gut. Ihr sollt einfach eine Offensive weitermachen. Wir müssen mal kurz gucken. Wir haben hier unten auf jeden Fall eine Verbindung. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben hier noch so eine Art Versorgung. Hier unten, langsam wird es auch sehr schlecht mit unseren... Wir wissen nicht, wie viele Truppen die Gegner noch haben irgendwo stationiert. Okay, eine Division. Achso, das gehört noch dazu. So, jetzt können wir hier die Stellung halten. Da kommen wir nicht durch. Das hier ist der legendäre Kessel. Das ist wohl sowas wie Stalingrad. Gut. Wie geht's dir eigentlich? Schaffst du es vielleicht, dass wir diese beiden Fronten trennen? Scheiße, hier wird's auch immer kritischer, oder? Gut. Könnt euch auch erstmal die Küste. Hier sind aber noch Leute an der Küste, oder ja? Gut. Was ich als Problem sehe, dass die halt hier unten ihre Linien haben und dadurch einfach Truppen nachziehen können. Wenn du jetzt noch nach da gehst, haben wir einen Kessel. Das Land ist neutral. Okay, die haben sogar einen Durchbruch hinbekommen. Das ist ja interessant. Wir müssen nicht weiter angreifen. Wir müssen die Linie halten. Hier unten sieht es aus wie ein Schwachpunkt, wenn wir jetzt nach Essen und so durchkommen. Nur so kleine. Versuchen wir mal so ein paar handvolle Vorstöße, genau, so ein paar kleine Vorstöße. Wir haben die deutsche Möglichkeit, wieder aufs Meer hinauszukommen. Finnland drängt uns jetzt hier auch zurück, wegen dieser ganzen. Oh ja, wir haben Boden gut gemacht, Geschichte. Wiederum schaffen wir es. Warum wollt ihr damit hin? Nein. Ihr auch nicht. Hier oben jetzt uns ein bisschen mehr Platz zu verschaffen. Alter, sind das viele Truppen dort. Okay, wir werden nicht über die Maginot-Linie hinauskommen. Wir werden noch Saarbrücken erobern können. Nehme ich an. Und höchstens dann von hier noch einen Vorstoß darüber machen. Aber Saarbrücken ist auch schon befestigt von den Deutschen. Ah, dann hätten wir sozusagen schon beinahe hier unten die Landesgrenzen wiederhergestellt. Das würde mir dann sogar schon reichen. Wenn wir erstmal die deutschen Landesgrenzen wiederherstellen. Ich habe nicht die Truppen. Oh, scheiße. Wir stehen vor Berlin. Ich brauche euch. Vor Berlin. Genauso wie euch. Auch dort. Heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Okay, okay. Hier ist jetzt dieser ultimative Kessel. Hier ist ein super Kessel. Den ich gerne kaputt machen möchte. Während wir uns dann nach hier unten weiter vorarbeiten.
So aus, als ob die Probleme haben mit dieser Front, jetzt die zu halten, seitdem wir den Kessel da oben haben. Kann sein, muss nicht. Oh ja, die haben Probleme. Wunderbar. Die russischen Truppen sind zwar verlockend, aber ich hätte es lieber, wenn ihr eure eigenen Truppen nehmt. Diese Linie ist von mir, die kann weg. Haltet einfach die Linie bitte, danke. Wir haben Berlin! Nein! Was ist Deutschlands nächste Hauptstadt? Hamburg, okay. Wir müssen Platz um Hamburg rum machen. Das geht nicht, dass die so nah an Hamburg dran sind. Wir brauchen keine Offensive hier unten mehr, wir haben das Saarland. Oder Saarbrücken. Wir versuchen nur langsam, aber sicher die deutschen Linien wieder ein bisschen aufzubauen. Okay, hier drüben kommen wir nicht durch. Ah, doch, etwas. Wenn wir das schaffen, dann könnten wir vielleicht dafür sorgen, dass wir die alten Linien halten. Weil wenn wir das hier unten haben... Okay, wunderbar. Wir sind da unten sicher. Erstmal. Das hier kriegen wir nicht weg. Und das hier ist auch zu gigantisch, als dass wir es wegkriegen, so ohne weiteres. Ich würde das hier sozusagen als okay betiteln. Das können wir so halten, wie es ist. Können wir eine Division darüber mitkriegen. Das halten wir, das halten wir. So. Du brauchst kein General. Ihr bekommt einen. So, dann müssen wir mal gucken. Hier ist der nächste Kessel, den wir komplett versuchen kaputt zu machen. Dieser Kessel steht immer noch. Die müssen doch langsam mal hier kapitulieren. Okay, meine Truppen, wir konzentrieren uns irgendwie auf die Rückeroberung Berlin. Wir müssen die deutsche Hauptstadt wiederholen. Ich glaube, das würde die deutsche Moral ganz schön hart senken, würde wirklich Berlin fallen. Deswegen will ich es zurückerobern. Und die Deutschen machen eine Offensive in Dänemark. Okay, das heißt, wir würden theoretisch ganz Dänemark mit reinnehmen in die Verteidigung. Ja, und dann das auch, sofern wir es mal wieder erobert kriegen. Panzerabwehr ist auch verbessert, haben wir noch nicht bei den Truppen mit drin, weil wir noch nicht genug davon produzieren. Okay, wir haben Hamburg sichern können. Ah ja, diese Truppen hier. Die müssen wir jetzt... Oh, hoppla, Mikro gehauen. Sammeln. So, Luxemburg würde ich gerne erobern, aber Luxemburg ist wahrscheinlich zu sehr befestigt, ja. Das sieht eigentlich ganz einfach aus. Okay, Heimatstadt Bremen, bitte. Als nächstes. Hier drängen wir sie sehr gut zurück. Hier haben wir Probleme. Sehr große Probleme. Ich muss mich danach mal organisieren wieder.
Das ist gut. Kessel sind immer gut in der Kriegsführung. Vor allem, wenn sie uns einen Durchbruch gewähren. Wir konnten die amerikanischen Truppen aufhalten. Erstaunlich. Die deutschen Truppen werden da oben immer mehr dezimiert. Das ist schlecht. Okay, Großbritannien hat unsere Schiffe entschlüsselt. Gut, wenn wir das jetzt noch schaffen. Hier kurz. Nein, ab nach Bremen! Männer! Bremen muss gesichert werden. Schöne Altstadt hat Bremen. Nur mal so nebenbei. Echt eine schöne, schöne Altstadt. Okay, wir haben noch 3 Millionen Manpower. Vielleicht sollten wir aufhören, die Untertanen zu unterdrücken. Jetzt Manpower horten. Und langsam denn mal einen höher gehen bei der Manpower-Sache. Ich meine, wir sind noch nicht mal bei umfangreich. Und selbst umfangreich, der einzige Negativbonus, den wir kriegen, ist, dass wir geringere längere Ausbildungszeit haben. Oh, der hat 2 Divisionen verloren. Die müssen wir nachbauen. Nehmen wir dafür 2 gute, aber. Gut, das heißt, du kommst hier weg von der Front. Was zum Teufel? Wo sind deine Truppen? So. Und deine Aufgabe wird es sein. Ach, die sind nur bei den Alliierten beigetreten, noch nicht im Krieg. Von hier aus zu helfen. Wir sind verloren. Damit wir noch möglichst viel davon retten können. Während Opa Falkenhaus sich hier um das hier unten kümmert. Und das hier oben. Ich muss diese Truppen doch mal loswerden können. Und währenddessen macht ihr die Truppen weg und ich will. Oh Gott, nur 35 sind dabei. Ja, wir verlieren davon echt Menge. Muss ja nicht Berlin direkt sein, wenigstens erstmal wieder sichern. Das sind ja nur die iberischen Truppen. So, ja, hier machen die auch Progress. Da oben machen wir jetzt auch Verluste, weil ich da sehr hart rangehe. Hier unten ist es mittlerweile stabilisiert, würde ich sagen. Die eine Armee da rauskriegen wird, aber glaube ich noch nichts. Hier haben wir sehr viele Truppen eingesperrt, leider. Ach du Heilige, darauf habe ich gar nicht aufgepasst mehr. Jetzt mach diesen Kessel weg. Ich brauche sämtliche Truppen mal hier langsam. Oh. Okay, weißt du was? Halte ich hier bedeckt. Landung der Amerikaner. Super. Aber doch nicht Amerikaner. Sind da nicht welche von unseren Leuten unterwegs sind? Ah, die nehme ich hier immer aus Versehen wieder mit rein, okay. Wir müssen aber hier wieder raus. Sag mir nicht, ihr wollt mir wieder Sachen geben. Kann ich mir nicht leisten gerade.
Diese eine Division solltet ihr doch loswerden können. Ja, hier oben kommen, brechen die jetzt auch langsam aus. Den Hafen kriegen wir aber nicht, nee. So, Italien, wie sieht's bei dir denn aus? Oh, zu viel Stabilität haben die Italiener aktuell noch. Zwar ausreichend Verschießmus, aber was wir brauchen, wäre der hier. Fukang'an. Das ist wohl das Erste, was wir machen. Anstatt Manpower müssten wir den reinholen. Oh, Infanteriebewaffnung. Wird kritisch. Ich würde das hier gerne loswerden. Das ist mir zu nah an der Hauptfront. Stabilität kriegen wir noch runter, ist nicht das Problem. Wir müssen hier irgendwie jetzt eine Verbindung zu unseren Truppen aufbauen. Sonst haben wir hier gleich ein riesiges Schlamassel. Oder schaffen wir es hier raus? Ich weiß es gerade nicht. Wir machen bereit uns auf das Schlimmste vor. Wir brauchen 48 Divisionen. Alter. Ja, ja. Das kriegen wir von Russland. Konzentrierte Industrie. Wir sind mit der Industrie komplett durch. Jetzt gehen wir auf Radare erstmal. Dass wir die hier einfach nicht down kriegen. Okay, okay, wir haben diese Division wieder frei. Und die stecken da fest ohne Versorgung. Hier unten sieht auch alles in Ordnung aus. Ich würde gerne diese Seite des Flusses haben. Und das Gebirge. Nee, das Gebirge wohl nicht. Ah, diese Flussseite immerhin. Okay, hier sind mir eigentlich zu viele von meinen Truppen beschäftigt. Das ist schlecht. Theoretisch wäre das Schlauste, was wir machen konnten, die Offensive stoppen an allen Fronten. Aber wenn man das Momentum wegnimmt, ist manchmal wieder schwer reinzukommen. Wichtig ist, oh Gott, wichtig ist, dass die Hauptarmee nicht zu viele Verluste erleidet. Ah ja, ihr habt Verluste erlitten. Wir können sie leider nicht komplett ausbilden lassen. Wir brauchen die Männer. Ich weiß nicht mal mehr, wofür wir die hier brauchen. Kriegst du die erstmal einen Überblick mehr? So, okay. Als nächstes wollten wir den hier. So, dann haben wir vier davon. Dann kann einer gleich
sorgen dafür, dass der italienische Staat ein bisschen geschwächt wird. Nein, nein, ihr sollt dahin gehen und dann mit. Nein, dahin gehen und dann Berlin angreifen. Hamburg ist gesichert, Bremen ist die Hauptfrontlinie. Ach du heilige Scheiße. Schaffen wir es hier vielleicht eine irgendwie so die zurückzudrängen? Aktuell nicht. Aktuell absolut gar nicht. Vielleicht sollten wir wirklich sagen, okay, Pause. Okay, Pause. Okay, Pause. Ihr seid. Ich glaube, ihr seid komplett finished. Ich weiß nicht, was wir machen sollen mit euch. Wir sind hier noch 9 Divisionen. Okay, ich glaube, ich löse alles auf, was hier drin ist. Na, vielleicht nicht, aber. Alles, was hier draußen ist, kommt jetzt erstmal mit nach hier. Nein! Das wollte ich doch verhindern, dass sie hier durchkommen. Und noch mehr Truppen gekesselt. Wunderbar. Von uns diesmal nur. Okay, dieser Kessel hier oben verbraucht zu viel meiner Männer. Okay, ich wollte sagen, die Front stabilisieren sich, aber ich habe das Gefühl. Bullshit. Er stabilisiert sich langsam nichts mehr. Ich will diesen Kessel loswerden. Ich muss mich auf andere Fronten konzentrieren. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, dass da. Ach du heilige Scheiße, was hier passiert. Sachen sind. So, wie sieht's jetzt aus? Es ist immer noch schlecht für uns. Frankreich muss aus dem Rennen raus. Und Italien auch. Wir brauchen hier unbedingt Division. Das wird nicht leisten können. Ihr habt es noch nicht mal geschafft, diesen Kessel hier wegzumachen. Ihr müsst. Leute, kommt schon. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen anders mal verhalten. Diese Linie gefällt mir. Keine Ahnung, warum hier niemand weiter sich voranwagt. Deswegen werden wir hier so ein bisschen Progress machen. Hier könnten wir mit einer Großoffensive ja auch Boden gut machen. Das sieht man ja. Nur ist die Frage, wollen wir das? Und wenn ja, wie viel Boden wollen wir gut machen? Das ist halt ein schwer zu versorgendes Gebiet. Und. Okay, die Deutschen machen hier auch Offensiven und wir haben hier Truppen gekesselt, wenn ich das richtig sehe. Ne, haltet. Sowas doch, macht ihr mit. Okay, die haben hier sehr viele Kessel, wir müssen gucken. Theoretisch hätte ich Hafenwachen, aber die kommen noch lange nicht da an, wo die sind. Weil die hier gerade noch überall
verteilt sind. So, wichtig ist, dass die Hafenverteidigung jetzt auch noch einen Defensivgeneral erstmal kriegt. Ich weiß nicht, wie ich Berlin befreien kann. Berlin zu befreien wäre am einfachsten, wenn wir sie umkesseln. Kriegen wir die Truppen frei, wenn wir hier durchkommen? Kriegen wir es hin, da durchzukommen? Theoretisch müsste das hier aber abgedeckt werden. Ja, doch, das sollte abgedeckt werden von unseren Männern. Wir schaffen es nicht, das gesamte Rheinland zu sichern. Ihr solltet hier alle weiter angreifen. Was zum Teufel? Du wirst Männer verlieren. Was haben wir denn da für einen guten Vorstoß gemacht? Kriegen wir es vielleicht hin, hier einen Progress zu machen? Achso, ja stimmt, da brauchen wir auch noch Truppen. Oh, wisst ihr was? Scheiß drauf. Defensiv. Einfach defensiv, ihr haltet da die Linie. Ihr macht das da weg. Ich habe keine Ahnung, wie die es schaffen. Ist da eine Hauptstadt? Sehe ich da irgendwas nicht? Nee, ne? Aber die können doch nicht unendlich viel Versorgung dort haben. Okay, wenn wir die hier unten, die blauen, langsam mal frei bekommen könnten, könnten wir... Okay. Ja, aber es sieht noch gut aus. Also es sieht wieder mittlerweile gut aus für uns. Ich würde mich zwar gerne um solche Gebiete hier kümmern. So ein bisschen die deutschen... den deutschen Industrieboden wiederbekommen. Aber das ist einfach nicht möglich. Genauso wie es unmöglich ist, hier Dänemark gänzlich zu erobern. Oh, Moldau hat kapituliert. Das ist schon mal für uns gut. Moldau ist ja hier. Weil ich ziehe sonst bald meine Truppen hier ab, wenn das so weitergeht. Was sind das für Divisionen? Was ist das denn für ein Gelände? Oh, ein Sumpf. Wir haben die hier gekesselt. Dann will ich hier ein bisschen mehr Platz haben. Aber die hier sollen auch weg. Okay, wisst ihr was? Das hier macht keinen Sinn mehr. So kriegen wir wenigstens etwas Manpower und Ausrüstung wieder. Ich glaube nicht, dass wir die hier freikriegen. Sind zwar nur 20%, glaube ich, aber ist schon mal besser als nix. Ich kann mich leider eh nicht auf diese Front gerade fokussieren. Genau das ist das Problem. Wir brauchen so viele Männer hier, diese Stellung zu halten. Diese Stellung zu halten und hier oben voran zu kommen. Wir haben gerade nicht die Manpower. Dänemark ist auch sicher. Das ist das Problem. Also die sind da auch gut eingegraben.
haben nicht mehr viele von den schwarzen Divisionen. Könnten wir eigentlich alle gleich mal hier hinschicken. Die welche noch übrig sind. Komm, das ist eine britische Division, die keine Versorgung mehr kriegt. Oder haben die hier so hoch? Was haben die hier? Ne, ich sehe hier nicht. Versorgen die die über Lufteinheiten? Keine Ahnung. Problem ist, dass wir gerade hier keine Truppen haben. Da können die durchbrechen. Hier haben wir uns jetzt eingegraben. Hier haben wir uns eingegraben. Ich werde das da auch bekämpfen. Progress haben die hier gar nicht gemacht und wir sind auch noch sicher vor Invasion. Wunderbar. Hier oben sind auch keine Häfen, wodurch man sich auch keine Sorgen machen muss. Oh mein Gott. Kommen wir an den Hafen ran? Beziehungsweise können wir diese Truppen nach Hause holen? Das wäre wichtig. Die Deutschen haben hier mehr als genug Truppen gekesselt. Wir haben hier zwar die Front ein bisschen verkleinern können, aber das ist ja nicht das, was ich wollte. Ziel war ja, irgendwie Berlin zu sichern. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben jetzt hier in der Defensive. 16 Divisionen, alter Falter. Kommen wir aber immer besser voran, okay. Ihr macht jetzt diesen Kessel weg. Ihr habt hier einen neuen Kessel, den macht ihr jetzt weg. Und danach kriegt ihr all eure Männer wieder. Okay. Sieht so aus, als ob wir es diesmal schaffen. Dann können wir gleich noch unten da Verstärkung hinschicken. Oh shit, wir ver... Deine Truppen sind gar nicht besser da drüben. Oh oh. Wir haben ein Problem, weil ich die Truppen hier nicht ganz richtig organisiert habe. Achso, ja genau. Ach, wie nehmen wir den hier? Du machst Propaganda in Italien. Das sollte gut gehen. So. Oh, mir wird warm, Leute. Mir wird richtig warm. Und die Folge endet sogar für heute hier. Wobei, wisst ihr, was die endet, wenn wir diesen Kessel... Oh mein Gott, wir haben den Kessel fertig. Bringt die 30 Divisionen da an die Front. Die Folge endet, wenn wir das hier unten erobert haben. Die hier sind nicht mit uns im Krieg, deswegen lassen wir die in Ruhe. Sind zwar bei den Alliierten, aber wir können nicht an jeder Linie, nur weil da Alliierte sind, die mit ranbringen. Wir müssen mal gucken. So. Wir haben das hier gesichert, wunderbar. Das heißt, hier sind wir jetzt auch wieder gut dabei. Das heißt, hier unten ist sicher. Hier ist sicher. Das heißt, unsere Küste ist sicher. Das heißt, hier müssen wir uns keine Gedanken machen. Es ist jetzt wirklich nur hier so diese Richtung europäische Front, die noch zu handhaben ist. Wo wir jetzt gerade theoretische Probleme kriegen. Weil 24 unserer Divisionen wurden eingekesselt in Finnland. Ohne Hafen. Ohne Versorgung. Ohne Hilfe. Wobei wir könnten auch versuchen, hier oben irgendwie durchzukommen. Nebenbei müssen wir Memel befreien und hier durch irgendwie. Da kommen wir auch nicht voran. Gut, gucken wir mal nochmal nach der Berlin-Offensive.
Ich würde gerne Berlin für die Deutschen zurückerobern. Oh, hier brechen die jetzt langsam durch. Gut, er ist gerade noch dabei, seine Truppen zu organisieren. Zu reorganisieren. Ja, genau, ich würde jetzt ja, wenn möglich, irgendwie bekämpfen. Schaffen wir es jetzt irgendwie mal hier? Ich weiß, das ist eine scheiß Stelle. Okay, wie machen wir das? Wir haben die fortschrittliche Pack komplett durch, Raketentechnologie. So wirklich viele Packs brauchen wir eh noch nicht. Nein, 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 nein. Ganz, ganz schlecht. Nein, ihr müsst euch nach oben zurückziehen, nicht nach unten. Scheiße. Das hier sind eher Verstärkungstruppen, anstatt dass wir die jetzt noch brauchen. Okay. Problem ist, wir brauchen die relativ dringend. Einer für dich. Machen wir mal schon mal drei für dich. Ich weiß, Logistik, bla bla bla. Hin da. Und aktuell werdet ihr euch dann jetzt erstmal hier rum sammeln. Okay. Es kann doch nicht so schwer sein. Die kriegen zwar Verstärkung immer aus dem Gebiet, aber am Ende des Tages. Oh oh. Ich glaube, ich muss die hier auch aufgeben. Ich glaube, die kriegen wir da auch nicht mal raus. Weil wir da auch jetzt ordentlich welche verloren haben. Wartungskompanie. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Also gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh shit. Ich hoffe. Wieso willst du dich bewegen? Halt, stopp. Dass es dann beim nächsten Mal etwas besser läuft, dass wir es schaffen, hier langsam mal unten und oben es zu sichern. Dann bis zum nächsten Mal. So, wir haben gerade Berlin gesichert. Gegen die iberischen Truppen. Ich hoffe mal, wir können sie jetzt noch weiter zurückdrängen. Hier sieht es auch nicht gerade sehr viel besser aus. Hier haben wir einen Durchbruch in Dänemark. Ich denke mal, wir werden jetzt hier keine Offensive mehr machen. Hier im Herzen Europas. Es ist gerade sehr wichtig, dass wir erstmal die anderen Frontlinien fertig kriegen. Mein Ziel ist erstmal hier unten eine stabile Front unten in den Kaukasusgebirge aufzubauen, dass wir die etwas zurückdrängen. Und die hier werden wir jetzt opfern, wenn wir nicht so völlig Verstärkung irgendwie kriegen. Von Deutschland oder so. Es ist gerade hier eh so ein Clusterfuck, wie unsere Truppen aufgestellt sind. Das ist gerade eher sehr durcheinander. Mein Konzern ist, dass hier unten auch noch ein bisschen unsicher ist. Ab und zu werden wir hier mal durch zurückgedrängt, aber ich hoffe, dass wir das jetzt organisiert kriegen. Hier hält gut. Hier wird gut gehalten. Oh mein Gott, was eine Invasion. Oh, verdammt. Aber wir konnten die Invasion abwehren. Wir haben hier jetzt trotzdem Verstärkungstruppen. Hier ist auch eine Invasion, die abgewehrt wird. Ach du heilige Scheiße.
Jetzt sind wir auch Ziel der Offensiven. Okay. Mal wieder. Interessant, hier ist gar nicht mal so viel an britischen Truppen. Vielleicht kriegen wir die zurückgedrängt. Okay, gut. Genau, alles jetzt hier an diese Front. Und bitte einmal sogar von mir aus aggressiv vorgehen. Wir müssen hier die Linie ausflachen, wollte ich gerade sagen. Auf oh, verdammt. Oh, verdammt. Welche Armee ist das hier? Ich glaube, wir müssen sie jetzt hier auch ein bisschen umsiedeln. Okay, ich bin jetzt hier ganz ehrlich, scheiß auf Dänemark. Das sind verdammt gute Truppen, die da jetzt festsitzen. Ich dachte gerade, wir haben Deutschland relativ gut im Griff. Können wir die hier einfach rausziehen? Wobei, ihr habt euch da gerade wieder. Nein. Ich mache nicht mal mehr eine Offensive mit euch und ihr. Ja, ihr kriegt auf die Fresse, okay. Das sieht nicht gut aus. Hier vor allem nicht. Hier oben auch nicht. Warte mal. Bleibt auch meiner Defensive erstmal. Ja, und jetzt zieht euch zurück. Okay, Italien. 40%. Ist noch nicht das, was wir brauchen, um hier ein. Um Italien gefährlich zu werden. Ah, verdammt, die Landung. Ich hatte gerade Hoffnung, weil wir so gut waren. Und jetzt das. Du musst hier unten, wenn es geht, irgendwie durchkommen. Wir müssen hier unten jetzt auch Druck machen. Wir können hier oben eigentlich keinen Druck mehr aufrechthalten. Wir müssen Deutschland sichern. Wir brauchen diese Armee, die jetzt hier uns hilft, die zurückzudrängen. Und ihr solltet eigentlich auch keine Offensive mehr machen. Euch brauchen wir jetzt als die Reservisten ab. Die Reservisten. Okay, das hat keinen Zweck. Wir machen hier draus jetzt auch einfach nur eine große Armee. Es bleibt uns nicht viel anderes übrig, gerade als das hier so zu machen und zu hoffen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Okay, genau. Lasst einfach von das hier ab. Dänemark ist auch scheißegal. Nur hier bis Kiel ist wichtig eigentlich. Ich habe hier enorm viele Divisionen, die müssen raus hier. Okay. Mach keinen Druck. Grab dich ein. Das hilft vielleicht besser. Und ganz ehrlich, wir lösen euch auf. Wir kriegen die Waffen nicht wieder rein, oder? Ne, wir kriegen die Waffen aktuell nicht rein. Das ist sau schlecht für uns gerade.
Nein, nein, nein. Ihr sollt über hier von da oben nach Kiel gehen und ihr versucht nach Hamburg durch. Währenddessen müssen wir aber diesen Kessel ja auch bekämpfen von den iberischen Truppen. Der ist einfach zu gut, um ihn einfach stehen zu lassen. Die haben eine Offensive gemacht oder waren wir schon immer hier? Schwer zu sagen. Verdammt. Das sieht sehr schlecht aus. Hoppla. Ach, die Memeltruppen sind da. Ich dachte gerade, warum sind denn da keine am bringt auch nichts. Am Hafen? Gut. Ich kann mit Panzern theoretisch was anfangen, aber gerade nicht so gut. Ich will mindestens eine Division aber hier unten lang gehen haben. Und den Konterangriff hier oben jetzt, bitte. Sind meine Truppen schon da? Nein, noch nicht ganz. Verbesserte Flak, wunderbar. Okay, das ist, glaube ich, mein stressigster Run, den ich je hatte. Wait, Deutschland? Okay, warte mal. Wenn ihr das da gerade durchzieht, dann schicken wir doch nochmal 3 Divisionen nach oben. Wir werden das hier irgendwie schaukeln. Ich weiß noch nicht wie. Mein einziger Vorteil war meine riesige Manpower, die immer noch hoch ist, aber... Notfallfabrikumbau wäre wahrscheinlich praktisch. Ich will hier auch im Kernland noch ein paar mehr Militärfabriken haben. Oh mein Gott, was sehe ich denn hier? Eine riesige amerikanische Invasion. Sind Häfen in Gefahr? Nein. Weil meine Männer es abwehren konnten bis dato. Wir konnten die Frontlinie sichern. Okay, es ist gut. Wir konnten unsere Jungs da rausholen. Okay. Bis jetzt konnten wir sie rausholen. Sie werden zwar jetzt hier noch immer Verstärkung kriegen, auch gerade hier über den Hafen, aber wir konnten schon mal wenigstens sie zurückbringen. Jetzt ist wichtig, dass wir irgendwie mit unseren... Da ist noch nicht die Truppen da. Vorankommen. Die brechen hier durch. Da müssten unsere Leute was machen. Memel ist halt wichtig und die haben den halt. Bunker konnten wir jetzt nicht auf befreundeten Gebieten bauen. Nee. Das heißt also, Bunker-Strat funktioniert schon mal nicht. Okay, was ist jetzt mit Italien bis dato? Wir sind noch ganz am Anfang, weil wir kaum Zeit verlieren, weil die Zeit kaum vorangeht. Wenn Deutschland es schafft, vielleicht doch Dänemark zu sichern. Dann werde ich hier auf jeden Fall eine Handvoll Truppen hinsetzen auf die Häfen und Co. Dann schaffen wir es ja wirklich jetzt hier ordentlich Boden gut zu machen. Wir haben Königsberg erobert, das ist schlecht.
Das sieht aus wie Stalemate, da kommen wir nicht vorbei. Ja, hier oben Gebirge und so ist vielleicht nicht die beste Linie für uns. Weißt du was? Zieh deine Truppen da ab und tu sie hier hin. Noch sind sie nicht ganz auf deutschem Gebiet, nur teilweise. Deswegen können wir sie dort noch ein bisschen etwas fertig machen. Das war ein guter Verlust. Okay, das rentiert sich nicht hier oben. Rentiert sich nicht, vergesst es. Ich nehme mir jetzt hiervon 5 erstmal. Wir müssen uns da jetzt erstmal zurückziehen. Verdammt, die pushen hier durch. Einer unserer Generäle wurde verwundet, das ist ärgerlich. Okay, wir haben Rostock. Ne, Offensive bringt hier nichts. Offensive bringt hier vielleicht etwas, müssen wir gleich mal gucken. Obwohl, können wir die Maginot-Linie einmal umgehen? Sehen wir ja gleich. Mehr Manpower tut noch nicht Not. Wir sollten die politische Power sammeln. Die sind noch gar nicht da. Das hier ist ein Problem. Das hier unten sieht alles sauber aus und sicher. Naja, wir verlieren die Häfen auf jeden Fall nicht. Hier oben. So lala, das da oben tut weh für die Deutschen. Ich muss eh mal kurz gucken, was Deutschland jetzt so hat. Nicht mal mehr eine Million. Und langsam auch nicht mehr die Manpower. Aber ich glaube, mir geht es nicht ganz sehr viel besser, wenn es um die Versorgung geht, oder? Auch das Gleiche. Wobei ich ganz ehrlich bin, wir kriegen das schon gerettet irgendwie. Beeilung. Gott verdammt, Beeilung. Okay, wisst ihr was? Macht schon mal die Gegenoffensive. Was jetzt halt problematisch ist, dass sie uns hier hinten so sehr auf den Leib rücken. Ich weiß gerade echt nicht, wie wir den Großteil der Fronten hier halten sollen. Unsere Verbündeten machen da gut, natürlich gut mit. Okay. Das hier in Österreich ist ein Problem. Wir haben aber auch nicht die Möglichkeit, die Truppen rauszuziehen, oder? Nee. Das heißt, wir müssen diese 12 hier nehmen und nach hier unten schicken. Auch wenn das aktuell nicht passt für die Truppen. Wir brauchen die da jetzt dringend da. Jetzt nehmen wir diese hier und versuchen hier voranzukommen. Für eine offensive Hälfte nochmal hier aus. Dänemark hat kapituliert. Ich weiß nicht, was du hier möchtest.
Dann wohl noch die alten Befehle, die du hast. Ah, das gekesselt werden ist echt schlecht. Haben wir eine Möglichkeit, die voran... Oh Gott, no. Jetzt ist aber auch zu spät, die Truppen wegzuziehen von hier unten. Wir hatten so einen guten Vorstoß. Okay, bringt die Truppen ran. Haben wir einen General frei? Okay, einen haben wir. Oh mein Gott. Ihr seht euch stark genug, um da durchzukommen? Okay. Wenn ihr meint, dann macht ihr eine leichte Offensive, macht ein bisschen Boden gut. Hier sind auch Gruppen von uns. Ja, sieht schlecht aus. Aber auch leider eher, weil Deutschland am am Kollabieren ist. Wir kommen hier nicht durch. Die Sache ist, egal was wir hier machen, wir kriegen nicht die Möglichkeit, dass wir genug Truppen der Deutschen freikriegen für eine bessere Verteidigung, weil die haben natürlich auch einfach einen Großteil ihrer Truppen da oben verloren. Batterieexperte, okay, du machst keine Offensive mehr. Halte einfach die Linie. Solange die keinen Hafen haben, kommen sie auch nicht voran. Oder du bleibst auch mal da stehen. Okay, das rentiert sich nicht. Hier, für zu weit. Könnt ihr mal kurz diese Truppen da ausschalten? Die haben keinen Hafen und sind gekesselt. Danke. Bringt uns das, wenn wir die... Wir machen das. Wir übernehmen die Fraktion. Peru möchte mit ins Bündnis. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen. Assuming direct control. Bam. Neues Bündnismitglied. Okay, es sieht gerade eher schlecht als recht aus. Das ist Wilhelmshaven, okay. Okay, diese Frontlinie hier hält aber. Nur das hier unten alles nicht. Ich weiß auch nicht. Wir müssen irgendwie jetzt hier zurückstoßen, die Gegner. Alleine hier haben wir noch nicht mal eine Chance voranzukommen. Wir sitzen gerade an einer schlechten Stelle. Jetzt pushen sie hier. Das hat ja nicht geklappt für die, stimmt ja.
Klappt auch nicht, okay. Das ist echt ein heftiger Kampf. So, wir müssen Bremen halten. Und die Leute auch von Hannover weghalten. Mal ganz kurz hier reingucken, wie es euch geht. Wir kriegen das noch nicht mal rechtzeitig hin. Selbst wenn wir jetzt es hinkriegen, dann Cup in Italien zu organisieren. Nur weil wir da einen Cup organisieren, heißt es noch nicht, dass wir es rechtzeitig noch hinkriegen, bevor Deutschland nicht kapituliert. Nee, das hier bringt nichts. Das hier auch nicht. Außer, dass wir Divisionen verlieren. Nee. Wir müssen damit leben, wenn wir was verlieren. Genau, nur noch die Linien halten, Männer. Verzögerung. Wir müssen jetzt hier oben anfangen, die verschiedenen Kessel loszuwerden. Wir müssen versuchen, hier die Häfen zu sichern. Aber nicht hier oben mehr. Also wir ziehen uns jetzt hier das hier nicht mehr. Hier unten von mir aus. Hier unten von mir aus. Hier auch von mir aus. Ja, die iberischen Truppen würden jetzt hier langsam aber sicher verhungern, wenn das so weitergeht. Hoppla. Ich würde gerne das da trotzdem bekommen. Noch gekesselt. Ja. Immer noch gekesselt. Okay. Das hier ist ein Problem. Dagegen können wir nichts machen. Diese Landung hier unten habe ich jetzt nicht mitgedacht, dass hier auch Leute landen könnten. Daran habe ich nicht gedacht, dass da unten auch eine Landung kommen kann. Oh, ich war zu sehr hier oben fokussiert. Okay. Was wir jetzt hier machen? Die Frontlinie verändern. Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich da rumzuarbeiten. So. Okay, wir geben jetzt den hier sicherheitshalber noch Panzerabwehr. Nee, nee, haltet den Hafen hier. Wie viel fehlt noch? 27. Ihr seid so dermaßen sicher, dass ihr jetzt hier mit einer Offensive vorankommt. Dann macht einfach eine große Offensive. Ich habe das Gefühl, wir verlieren hier sonst eh. Bist du ja auch sicher, dass du mit einer Offensive vorankommst? Oh, das ist schlecht. Gib mir mal das Tool hier zum Bearbeiten. Das ist ja zu groß. Ja, nee. Wir müssen euch auflösen. Ich weiß, dass die jetzt da hemmen gehen können, aber ich bin überfordert. Wir könnten uns jetzt unser eigenes Territorium zurückziehen, unsere Truppen retten. Das ist aber nicht der Sinn davon. Ich versuche hier gerade Deutschland zu helfen. Und wenn ich mich jetzt... Jo, wir verlieren. Ich könnte natürlich jetzt meine ganzen Truppen über einen sicheren Korridor hier hinten nach Russland zurückziehen. Aber wo ist dabei der Sinn, ihn in Deutschland einfach so verlieren zu lassen? Nicht nur der Sinn, sondern auch der Spaß.
Ja gut, dann kann ich das Spiel noch retten, aber ja. You are right, guys, aber nein. Nicht aggressiv. Wir müssen jetzt versuchen, hier das Beste draus zu machen, diesen Hafen hier oben noch sichern. Hier unten machen wir auch eine Offensive. Die sind durchgebrochen bei uns, okay. Hier ist auch nicht mehr ganz dicht. Hab ich hier gerade einen Nuke gesehen? Nee, kann nicht sein, oder? Und das alles nur wegen mir. Weil Deutschland würde jetzt diese beiden Invasionen nicht haben, würde ich nicht die Volksfront angegriffen haben. Mit eingeladen haben, Deutschland. Wir könnten diesen Run noch rumreißen und ich könnte den auch noch gewinnen. Wahrscheinlich würde ich jetzt wirklich mich auf mein Heimatland konzentrieren, mich hier so in Russland eingraben oder so, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust hätte, mich da jetzt noch einzugraben und dann die Alliierten wegzugrinden. Das ist auch immer so für mich persönlich sehr langweilig zu spielen, die einfach so wegzugrinden. Ich weiß nicht, warum Leute daran Spaß haben, aber ich habe komischerweise keinen Spaß an sowas. Okay. Ich glaube, wir können Deutschland nicht halten. Die sind auch weg, die Truppen. Mal sehen, wie viele Truppen wir hier zurückgezogen bekommen. Mal gucken. Ja gut, ich glaube, ich werde diesen Run neu starten, aber wir werden uns dann sehen, wenn wir ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Vielleicht nicht unbedingt gerade. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich habe keine Lust, noch mal einen ganzen Mann von vorne aufzunehmen, glaube ich. Vielleicht ein bisschen zusammengeschnitten oder so. Auf eine geschichtlich erzählte Art und Weise. Müssen wir mal gucken. Und meine Truppen sind abgetrennt. Na gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wo ich das vielleicht ein bisschen geschichtlicher erzähle, wie wir das hinkriegen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Kann auch vielleicht ein 1-Stunden-Video sein, wo ich einfach den ganzen Run so ein bisschen aufnehme und erzähle. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Euer Remsker. Ist zu retten. Aber Spielspaß beim Retten und das Kaputtgrinden ist nicht unbedingt das, was ich hätte. Gut. Dann ciao, ciao.